Jubiläumsjahr 2023 sind die Eisenbahnfreunde Zollernbahn auf den Spuren ihrer ersten Dampfsonderfahrten unterwegs. In Tübingen startet ein Dampfsonderzug über Rottenburg Neckar aufwärts. Ab Aiach wird das Streckennetz der ehemaligen Hohenzollerischen Landesbahn über Haigerloch, Hechingen, Gammertingen bis Sigmaringen befahren. Auf der DB-Strecke geht es über Albstadt und Hechingen zurück nach Tübingen. Bespannt mit der Güterzug-Dampflok 52-75-96 startet der Zug um 8 Uhr morgens in Tübingen. Erster Halt ist Rottenburg. Kurz danach wird der Neckar überquert. Wir begeben uns zum Bahnhof Aiach, wo die Strecke der Hohenzollerischen Landesbahn von der Neckartalbahn Tübingen-Horb abzweigt. Beim Anblick von Güterschuppen und Empfangsgebäude fühlt man sich in längst vergangene Zeiten zurückversetzt. Am Bahnsteig der Neckartalbahn warten wir die Kreuzung zweier Regionalbahnen zwischen Tübingen und Horb ab. Der Streckenabschnitt von Rottenburg bis Aiach wurde 1864 fertiggestellt. Der Weiterbau bis Horb war 1866 vollendet. Inzwischen ist 52-75-96 mit ihrem Zug in Aiach eingetroffen. Über ein Verbindungsgleis wird der Zug nun von der DB-Strecke auf das Gleis der Hohenzollerischen Landesbahn auf der Straßenseite des Bahnhofs umgesetzt. Die Stichstrecke der Aiachtalbahn über Haigerloch bis zum Salzbergwerk Stetten wurde 1901 als dritte Strecke der Hohenzollerischen Landesbahn in Betrieb genommen. Der Lückenschluss zwischen Stetten und Hechingen erfolgte erst 1912. Damit wurde eine durchgehende Bahnverbindung von 86 Kilometer Länge quer durch die Hohenzollerischen Lande von Aiach bis Sigmaringen geschaffen.
Zeit. Kurz vor der Einmündung der Eyach überspannt die 127 Meter hohe Autobahnbrücke der A81 das Neckartal. Kurz nach der Bahnhofsausfahrt wird die Eyach überquert. Die 50 Kilometer lange Eyach durchläuft von ihrer Quelle bei Albstadt bis zur Mündung in den Neckar einen Höhenunterschied von 460 Metern. Hier in ihrem Unterlauf durchschneidet sie 200 Millionen Jahre alte Muschelkalkschichten. Der Ort Mühringen am Hang der Eyach wird von einem Schloss überragt, das eine Mischung aus Mittelalter, Renaissance und Neugotik darstellt. Am Haltepunkt Mühringen gibt es einen kurzen Betriebshalt, um die Schranken des Bahnübergangs zu schließen. Weiter folgt die Strecke der mäandrierenden Eyach bis Bad Imnau. In dem ehemaligen Kurort wurden um 1700 Mineralwässer entdeckt und Fürst Joseph Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen ließ 1733 den Fürstenhof inmitten eines Kurparks errichten. Unser Dampfzug hat den Bahnhof von Bad Imnau ohne Halt passiert und nähert sich Haigerloch. Dort, wo das steile Muschelkalktal der Eyach zwei Schlingen bildet, liegt das Felsenstädtchen Haigerloch. Der sogenannte Römerturm in der Oberstadt ist der Bergfried der einstigen oberen Burg, die um das Jahr 1000 errichtet wurde. Schloss Haigerloch entstand um 1580 anstelle eines älteren Vorgängerbaus. Die benachbarte Schlosskirche wurde 1784 barockisiert. In der Unterstadt folgen wir noch ein Stück dem Uferweg der Eyach. Am anderen Ufer verläuft die Bahnstrecke entlang der Felswand.
Am Ausgang des 146 Meter langen Tunnels, der den Felssporn mit der Altstadt unterquert, harren noch einige Fotografen und Filmer auf die Durchfahrt des Dampfzugs. Der nähert sich bedächtig und wartet das Schließen der Schranken ab. Die Anfahrt gestaltet sich durch die leichte Steigung etwas schwierig. Doch mit viel Feingefühl kann es dann weitergehen. Weiter geht es bis zum Verladebahnhof des 1854 gegründeten Hohenzollerischen Salzbergwerks von Stetten. Hier verlässt die Strecke das Eyachtal, um in östlicher Richtung den Höhenrücken zum benachbarten Starzeltal zu überwinden. Problemlos schafft die 52er den Höhenunterschied von etwa 50 Metern mit einer Steigung von 27 Promille. Kurz vor Rangendingen erreicht die Strecke das Tal der Starzel. Sie entspringt unmittelbar am Alb drauf bei Hausen im Killertal und mündet nach 43 Kilometern bei Bieringen in den Neckar. Das unter Denkmalschutz stehende Bahnhofsgebäude wird derzeit aufwendig saniert. Die Strecke folgt nun dem weiten und flachen Tal der Starzel. Bei Hechingenstein liegt am Talhang die Villa Rustica, ein ehemaliger römischer Gutshof.
Bei der 1972 entdeckten Fundstätte handelt es sich um Reste eines besonders prächtig ausgebauten römischen Landguts, das vermutlich Ende des 1. Jahrhunderts erbaut wurde. Das Freilichtmuseum versucht, durch Rekonstruktionen der Gebäude die Römerzeit lebendig zu machen. Der Zug nähert sich nun der ehemaligen hohenzollerischen Residenzstadt Hechingen, wo die zwischen 1869 und 1874 fertiggestellte Bahnstrecke von Tübingen nach Sigmaringen gekreuzt wird. Vom Landesbahnhof blicken wir hinüber zur Altstadt und der Burg Hohenzollern. Nach 29 Kilometer ab Aiach erreicht der Sonderzug den unterhalb des DB-Bahnhofs gelegenen Bahnhof der Hohenzollerischen Landesbahn. Ursprünglich gab es zwischen der HZL und der DB-Strecke keine Schienenverbindung. Erst 1997 wurde ein Verbindungsgleis aus Richtung Gammertingen zum Staatsbahnhof gebaut. Die letzten Fahrgäste sind nun eingestiegen und der Sonderzug kann seine Fahrt nach Gammertingen fortsetzen. Nach Unterquerung der Bahnstrecke Hechingen-Sigmaringen folgt die Strecke dem zunächst noch flach verlaufenden Tal der Starzel über Schlatt nach Jungingen. Hinter Jungingen wird es deutlich steiler und im Killertal, wie der Oberlauf der Starzel auch genannt wird, beginnt die Burladinger Steige. Die Bergfahrt sollte man sich natürlich nicht entgehen lassen und wir platzieren uns am Hang oberhalb von Hausen. Wie nicht anders zu erwarten, bewältigt 52-75-96 den 28 Promille steilen Anstieg ohne Probleme. Bei Burladingen wird auf 735 Meter Meereshöhe der Scheitelpunkt der Strecke und die europäische Wasserscheide zwischen Rhein und Donau überquert. Hinter Burladingen verläuft die Strecke im Tal der Fehla,
die auf ihrem 17 Kilometer langen Weg südlich von Gammertingen in die Lauchert mündet. Der Hohenzollern-Express hat inzwischen Gammertingen erreicht, wo ein längerer Aufenthalt bevorsteht. Die 52 muss nun neben dem Bahnbetriebswerk zum Wasser fassen. Derweil können die Fahrgäste die Umgebung erkunden und jetzt ist die Gelegenheit günstig für eine warme Stärkung aus dem Speisewagen. Der Tender der 52 ist inzwischen randvoll und die Gammertinger Feuerwehr kann ihre Arbeit beenden. Ein alter Lokschuppen erinnert noch an längst vergangene Zeiten und unsere Dampflok kehrt wieder zum Zug zurück. Aus Kleinengstingen fährt ein Triebwagen der Schwäbischen Albbahn ein und eine Fahrt aus Hechingen endet hier. Heute ist Fasnachtssonntag, wie unschwer zu erkennen ist. Ja, klar. Bis zur Weiterfahrt bleibt noch Zeit und wir werfen einen Blick auf die Kirche St. Leodegar, deren Turm aus dem 16. Jahrhundert stammt. Das Schloss der einstigen Besitzer von Gammertingen, der Freiherren von Späth, wurde 1775 in klassizistischem Stil von dem bekannten französischen Baumeister Pierre-Michel Dixnard erbaut. Heute dient es als Rathaus. Es war Zeit, zum Bahnhof zurückzukehren. Ab Gammertingen folgt die Bahnstrecke dem Tal der Lauchert, die in Sigmaringendorf in die Donau mündet. Der Hohenzollern-Express ist mittlerweile zwischen Gammertingen und Hettingen unterwegs. In Veringenstadt
wird in einem 91 Meter langen Tunnel ein Jura-Felsriegel unterquert. Hinter Jungnau fließt die Lauchert durch eine breite Talaue. Vor Sigmaringen biegt die Lauchert nach Osten ab und das Tal verengt sich noch einmal. Schließlich erreicht der Dampfsonderzug Sigmaringen an der Donau ebenfalls eine einstige Hohenzollernresidenz. Hier mündet die Strecke der Hohenzollerischen Landesbahn von Aiach nach 78 Kilometern in die von Ulm kommende Donautalbahn. Die Rückfahrt nach Tübingen erfolgt nun über die Zollernalbbahn. Bis Inzigkofen führt die Strecke zunächst donauaufwärts. Am ehemaligen Bahnhof von Inzigkofen biegt die Zollernalbbahn ins Tal der von Albstadt kommenden Schmaie ab. Eben verlässt eine Regionalbahn nach Sigmaringen den Höhenbergtunnel und nähert sich Inzigkofen. Zwischen Storzingen und der Mündung in die Donau muss sich die Schmaie in mehreren Schleifen ihren Weg durch das Juragestein bahnen. Wir sind inzwischen in Storzingen vor dem unter Denkmalschutz stehenden und schmuckrenovierten Empfangsgebäude mit seinem mechanischen Stellwerk von 1935. Hier begegnet uns letztmals der Hohenzollern-Express, der nun mit Volldampf seinem Ziel Tübingen entgegeneilt. Ein herzliches Dankeschön an alle, die diese ereignisreiche Fahrt möglich gemacht haben.